Du wirst dir wünschen, du wärst nie geboren worden. Nun und nun, du hast es geschafft. Ha! Shane, sei vorsichtig da drin. Was für ein Angsthase. Statt zu kämpfen, versteckt er sich immer. Shane, sei vorsichtig da drin. Die waren da drin bewusstlos. Woher sollten wir wissen, dass sie so früh aufwachen? Beweg deinen Hinterbereich! Ja! Du hast ihn! Aber mich will ich nicht kriegen! Hast du Angst, kleiner Mann? Solltest du! Haben Skincoat und du geglaubt, dass uns der Schrott aufhalten würde? Du verdammter Verräter! Dann sehen wir, wer von uns auf den Beinen bleibt! Scheiße! Das wird schon wieder! Das wird schon wieder. Ich bin ein Verräter. Verräter? Welchen Grund haben Sie dir für die Anwesenheit hier genannt? Ethnische Säuberung. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Welches Volk wird gesäubert? Ich weiß nicht. Welche Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Bevor Mentell auftauchte, hatten wir noch nicht einmal eine Armee. Ja, du bist ein Verräter, aber jetzt bist du auf der richtigen Seite. Du kannst mit Zuversicht kämpfen. Wenn ihr nichts Unrechtes tut, warum hat uns Mentell hier hingeschickt? Genau das müssen wir herausfinden. Ich heiße Gabriel Merino. Shane Carpenter. Gabriel, hörst du? Wir haben endlich das Notsignal lokalisiert. Verstanden. Ich öffne euch das Tor. Wir haben das Signal bis zum Südstrand von Gambu zurückverfolgt. Ich will, dass du einen Trupp dorthin bringst. Vermutlich wird das Signal von einem von euch gesendet. Okay, ich schaue nach. Shane, komm schon! Dieser Hubschrauber fliegt zum Südstrand von Gambu! Solltest du Zweifel haben, findest du am besten den Ursprung des Signals, um mehr zu erfahren. Ist gut. Ich bin nicht mehr bei Mentell. Ich hab's mir überlegt. Ich arbeite für euch. Wie heißt du? Gabriel! Diese Typen sind nicht sehr entgegenkommend.
Kannst du irgendwas tun? Sprechen die Deutsch? Shane, Promise Hand ist für deine Entscheidung sehr dankbar. Aber du hast Fehler gemacht. Vergiss das nicht. Diese Männer vergessen nichts. Ja, sie sprechen Deutsch. Aber sie sprechen nur, wenn es ihnen passt. Wo fliegen wir hin? Wir empfangen einen Notruf vom Gambu-Südstrand. Wie Sie sehen, bin ich bereit. Gut, Sie zu sehen. Schade wegen der Situation. Ich bin verwirrt. Ich sehe hier keinen Strand. Mentel könnte bereits am Strand stationiert sein. Und in diesem Fall ist Fliegen zu gefährlich. Dann musst du fahren. Okay, na los, gehen wir. Wir nehmen den Muli.
Jetzt sind wir vorbei. Gib mir eine Minute, ich finde einen Weg. Dir geht's wieder gut.
Ich übernehme die Mörser hier und werde die Barrikaden damit sprengen. Keine Bange, dir geht's gut. Irgendwo reingehen. Wir
sind für Merino! Erinnert euch an euren Schwur! Schloss hier. Ich suche nach dem Hebel für das Fallgatter. Vorschläge? Du wirst es finden. Gestrandetes Containerschiff. Ich gehe rein und schaue mich um. Verstanden. Sei vorsichtig.
Ich hab hier Ärger! Beeil dich, Shane! Hier an Bord! Komisch, die sind mir gar nicht hineingefolgt. Komisch. Entweder die glauben, du steckst in der Falle, oder auf dem Schiff gibt es etwas, das normale Soldaten nicht sehen sollen. Shane, vergiss nicht, dir zusätzliche Munition aus anderen Waffen zu holen. Ach ja, Munition aufnehmen. Vergessen, danke. Fast die Position des Notsignals erreicht. Shane, hör zu. Es ist extrem wichtig, dass du, was dort drin auch geschieht, was du auch siehst, achte darauf, dass... Oh mein Gott. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was? Hier drin stinkt's. Es riecht nach Tod. Tier, bist du das? Alle Feuer einstellen, ich kenne ihn. Tier, geht's dir gut? Gut, dass Sie gekommen sind. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Ich habe Ihnen im Aufzug doch mit Ihrer Ausrüstung geholfen. Klar, und? Dabei habe ich die Nektardosis leicht verringert, damit Sie etwas von der Realität sehen, Sir.
Jetzt kommt eine fette Dosis. Wer sind diese Leute? Wer? Das ist Sergeant Nick Cote. Das hier Obergefreiter Tom Rampton. Und in der Kiste dort hinten befindet sich mein erster Ausbilder. Das sind alles Mantell-Soldaten. Und keiner hat auch nur die kleinste Schusswunde. Was ist denn passiert? Chemische Waffen? Nein. Dieser Krieg, den wir führen? Hier gab es keinen Guerilla-Aufstand. Keine ethnische Säuberung. Hast du schon mal die Mantell-Soldaten in Schwarz gesehen? Das sind Spezialeinheiten. Sie übernehmen verdeckte Operationen. Das supergeheime Zeug. Ich habe auf den Funk hier geachtet, ihn überwacht. Weißt du, was die Spezialeinheiten so die ganze Zeit gemacht haben? Pflanzen verbrannt. Hier gibt es eine bestimmte Art Pflanze, etwas Seltenes, aus dem sie Nektar machen. Es geht nur ums Geld. Scheiß Gewinnspannen! Sie verbrennen die Pflanzen, damit keiner sonst Nektar synthetisiert. Wir sind die Bauern, die das Land erobern, damit Mantell Incorporated den Markt für Pharmazeutika dominieren kann. Kein Wunder, dass uns die Rebellen verbissen bekämpfen. Wir haben kein Recht, hier zu sein! Was ist mit den Soldaten passiert? Denk mal nach! Alle tot, keine Wunden! Das, was sie gemein hatten, was wir alle gemein haben, das ist der Nektar! Leistungsverbesserer, Antidepressivum, wie du es auch nennen willst, es hat sie getötet! Jemand hat die Soldaten hier hingebracht, damit wir nicht fragen, was Nektar uns antut. Damit wir den Glauben an die Sache nicht verlieren. Aber warum hat es uns nicht umgebracht? Kommt noch? Wie können wir sie aufhalten? Ich weiß nicht. Es wird von irgendwoher ferngesteuert. Sie brauchen dafür einen erhöhten Punkt. Der Beobachtungsposten. Gabriel! Merino, hörst du mich? Ich höre! Halte deine Leute bereit, zum Beobachtungsposten im Norden des Boatals auszurücken. Dort ist der Standort. Natürlich! Raus da! Meldet euch für die Evakuierung! Mach schon! Garbend, hör mir zu. Wenn man informiert ist, ist es einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Gleich Ärger! Heute wird Kumpel sterben dran!
Gefangenen! Der Bürger ist voll dabei! Schieß nur rum! 1, 2, 3! Das ist ein Punkt für mich! Fast!
mich nicht! Die Promise Hand wird siegen!
Ich werde euch Merino zählt auf uns! Los, wir können das schaffen! Es lebe Merino! Das ist abgefahren, Mann! Shane, wir werden dich da rausholen. Aber du musst über den Strand ins Hotel laufen. Wir holen dich dann auf dem Dach ab. Viel Glück! Shane, einer unserer Trupps ist in der Gegend und trifft dich drinnen. Dein Name draufsteht. Die Kopfmantel bereit, dich zu erledigen.
Position. Mit deinen Waffen kannst du es nicht abschießen. Lauf einfach weiter. Wir geben nicht auf. Wir zwingen den Teil in die Knie. Hey, bist du da? Ja, aber das Landungsschiff knallt mich dann ab. Lauf hoch in die Bar. Erinnert euch an euren Schwur! Mist! Ein Landungsschiff ist hinter mir her! Was soll ich bloß gegen dieses Landungsschiff unternehmen? Lauf einfach hoch ins Hotel! Wir treffen uns auf dem Dach! Ich bin in der Lobby. Wie komme ich aufs Dach? Du bist im falschen Teil des Hotels. Du musst irgendwie zu den Zielern gelangen und von dort dann aufs Dach. Genau. Wenn die am Boden liegen, reiße ich ihnen die Zuführung vom Rücken und befestige die an einer Granate. Gut, das könnte sich ja als nützlich erweisen. Splittergranate! Ich schicke
werde ich sie bekommen. Nicht aufhören! Erinnert euch an euren Schwur! Danke gleichfalls! Ihre Zeit ist um! Wir geben nicht auf! Keine Gefangenen! Danke gleichfalls! Spaß im Himmel! Nicht aufhören! Wir sehen dich! Du musst auf die andere Seite des Dachgartens! Schnell! Ihr Landungsschiff hat dich geortet! Komm schnell her! Wir können die Injektionen stoppen! Unsere Leute bereiten sich bereits darauf vor.
Shane, du hast uns gerettet. Dieses Dorf. Ich habe dort gelebt. Da haben wir zuerst eure Droge kennengelernt. Da war sie ein Sergeant, so wie du. Sie hatten uns bereits besiegt. Aber sie nahmen ein Kind. Ein Baby. Er biss seine Lippe ab, als würde er einen Apfel essen. Dann warf er es ins Feuer. Es landete am Rand des Feuers. Es verbrannte also nur eine Seite. Sein Arm schrumpfte wie gekochtes Fleisch. Das Kind überlebte. Aber es weiß jetzt, dass es nichts als Fleisch ist. Niemand sollte diese Last tragen. Wir halten sie auf. Ich schwöre es. Gabriel! Gabriel! Hörst du mich? Verstanden. Bereit zum Beobachtungsposten auszurücken? Wir werden angegriffen. Eine große Anzahl feindlicher Truppen fällt ins Dorf ein. Hört ihr mich? Bring uns zurück ins Dorf! Jetzt! Wir müssen sie aufhalten! Wir müssen sie sichern!
Wie schalte ich diese Dinger ab? Darunter befindet sich eine Platte. Schlag sie kaputt und schieß in die Schaltkreise. Jane! Ich komme nicht rein! Vielleicht kannst du durch den gelben Bus reinklettern! Ah!
sobald ich da bin. Oh Mist, ich habe den Panzer gefunden. Irgendwelche Vorschläge? Kommt drauf an, wie tapfer du dich fühlst. So 3 plus würde ich sagen, oder? Kann ich die nicht einfach zerschießen? Das könnte auch klappen. Carpenter, da ist noch einer. Keine Gefangenen! Ich muss durch dieses runde Gebäude. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Muss ich durch so eine Art rundes Gebäude? Genau, geh hier durch. Der Weg hoch zur Kirche ist auf der anderen Seite. Erinnert euch an euren Schwur!
durch! Angst, Männer. Heute kämpfen wir für das Gute. Dafür lohnt es sich wirklich zu sterben. Bewegt euch, verteilt euch. Sie werden kommen. Die Mantell sind auf dem Weg hierher. Wir müssen diese Stellung hier für den Hubschrauber halten oder wir sterben. Hier, nimm diese Granaten. Grab sie bei den Eingängen dort unten ein. Das sollte eine hübsche Überraschung für sie geben. Gehst du, sterben die Leute. Ganz einfach. Wir brauchen so viele Waffen wie möglich. Hubschrauber wird uns abholen. Er wird uns zum Beobachtungsposten hochbringen. Beenden wir es.
Mit Blut nicht! Meine Familie ist dort draußen. Aber ich muss hier meine Pflicht erfüllen. Du musst jetzt Merino helfen, damit meine Frau eine Chance hat zu überleben. Er ist entkommen! Gibt's noch einen Weg zum Beobachtungsposten? Nehmen wir die Brücke! Gehen wir!